Wer jetzt beispielsweise in einem Stadion aus Übermut oder was weiß ich einen Böller zündet, der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Der muss doch wissen, was er damit auslösen kann, welche Panik. Also man sollte auch alles unterlassen in dieser Richtung und man sollte auch Vertrauen denen gegenüber entgegenbringen, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind. Einfach mal auf einen Polizeibeamten oder auf einen Gendarmen zugehen, zu sagen, Dankeschön, dass es Sie gibt und dass Sie hier Ihren Dienst tun, gerade von dem Hintergrund dieses Helden von Paris, der dafür gesorgt hat, dass die Terroristen nicht ins Stadion kommen konnten. Also wenn es mal Probleme gibt der Polizei, bitte nicht in den Rücken fallen, sondern den Rücken stärken. Das tut denen auch gut. Sehr guter Hinweis. Herr Bosbach, wenn Sie Innenminister von Frankreich wären, hätten Sie gesagt, lasst uns die EM absagen, es ist einfach zu gefährlich? Nein, dann hätten die Terroristen ihr Ziel ja erreicht. Sie wollen ja gerade durch Drohungen, durch Drohbotschaften, Drohvideos, durch Attentate unsere Gesellschaft zutiefst verunsichern und sie wollen, dass wir unser Leben ändern. Nur einmal angenommen, auch wegen der aktuellen Meldung von heute, wir sagen die Fußball-Europameisterschaft ab mit der Begründung zu gefährlich. Dann wird es wahrscheinlich keine Großveranstaltung mehr geben können. Dann entscheiden die Terroristen durch ihr Verhalten darüber, wann, was, wo stattfindet. Sie könnten uns immer wieder drohen. Sie könnten immer wieder Anschläge vorbereiten oder Anschläge verüben. Und deswegen brauchen wir beides. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Aber wir dürfen auch unser Leben nicht ändern. Wir müssen weiterhin das tun, was wir für richtig halten. Und es ist ja zu Beginn der Sendung richtig gesagt worden, kein Veranstalter kann hundertprozentige Sicherheit garantieren. Weil das so ist, müssen wir alles Erdenkliche tun, um diese Großveranstaltungen so sicher wie möglich zu machen. Übrigens, dieselbe Frage würde sich bei der Tour de France stellen. Dieselbe Frage würde sich zwei Jahre später bei der Fußball-Weltmeisterschaft stellen. Der Terror darf nicht gewinnen und deswegen muss auch diese EM stattfinden.